Hallo Freunde und damit wieder herzlich willkommen in meiner Küche zum nächsten Rezept. Bei mir ist heute mal wieder so ein Tag, wie viele andere, den kennt ihr bestimmt auch, wo man sich fragt, was essen wir heute? Und dafür habe ich ein super leckeres und ganz einfaches Rezept für euch und das Ganze auch noch jeweils in der Variante mit Fleisch oder vegetarisch bzw. sogar vegan. Und da die meisten von uns Nudeln mögen, mache ich das Ganze mit Spaghetti. Und jetzt will ich auch gar nicht lange weiterreden. Wir gucken uns jetzt die Zutaten an. Auf geht's! Und hier könnt ihr eigentlich schon alles sehen. Angefangen mit der Gemüsebrühe. Ich nehme hier ein bisschen Spargel dazu. Falls keine Spargelsaison ist oder ihr keinen Bock drauf habt, könnt ihr dafür natürlich auch zum Beispiel Spinat verwenden. Dann habe ich hier Zwiebeln, Knoblauch, ein paar leckere Champignons, die Spaghetti natürlich. Hier in meinem Fall Hühnchen. Dann habe ich hier dieses Creme Fine, damit das alles ein bisschen nicht so fett wird. Und als Ersatz für die vegane bzw. vegetarische Sache hier die Hafercreme. Und wie ich es schon erwähnt habe, wer das Ganze vegan oder vegetarisch essen möchte, der nimmt sich anstatt Sahne meinetwegen hier so eine Hafermilch oder Sojamilch. Und für die normalen Spaghetti mit Ei natürlich vegane Spaghetti ohne Ei. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Spargel. Den schneide ich unten ein kleines Stück ab, dann wird der etwas abgeschält und kommt dann schon in den Topf zum Kochen. Jetzt schneide ich den Spargel noch, dann kommt der in den Topf und wird wirklich nur bissfest gekocht. Und etwas Salz nicht vergessen. Jetzt geht's weiter mit der Hähnchenbrust. Die habe ich abgespült, abgetupft und die wird jetzt in Würfel geschnitten. Jetzt kommt das Öl in die heiße Pfanne, das Fleisch dazu, etwas Salz, Pfeffer, Knoblauch reinpressen und dann schön anbraten. In der Zwischenzeit schneide ich die Zwiebel in grobe Würfel, Zwiebeln gleich mit dazu und weiter braten. Während das Fleisch jetzt hier in der Pfanne brät, schneide ich die Pilze schon mal in grobe Würfel. Das Fleisch ist jetzt soweit fertig und kommt erstmal an die Seite und hier geht es jetzt weiter mit den Pilzen. Rein damit und richtig scharf anbraten. Wenn die Pilze so aussehen, kommt dann schon das Fleisch mit dazu und auch das nochmal richtig scharf mit anbraten. In der Zwischenzeit kommen dann auch schon die Nudeln in den Topf und dann geht es hier auch schon weiter mit dem Fleisch. Wenn das Fleisch so wie hier fertig ist, kommt etwas Mehl dazu und mit Gemüsebrühe ablöschen. Etwas einköcheln lassen und die Creme dazu. Und das jetzt 5 Minuten köcheln lassen. Die Nudeln sind jetzt fertig und damit gibt es jetzt Essen. Und das Essen ist fertig. Schaut euch das an, das ist doch lecker. Und jetzt, Freunde, koste ich natürlich wie immer. Guckt euch das an. Sieht das lecker aus? Oh, herrlich. Und ihr habt es gesehen, auch hier haben wir wieder ein Essen, was richtig schnell zubereitet ist mit wenig Zutaten. Und wie ich schon mal sagte, solltet ihr keinen Spargel bekommen, nehmt ihr einfach Blattspinat. Das ist ein wunderbarer Ersatz für Spargel. Da ich jetzt Hunger habe, mache ich jetzt Schluss. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart, mir zugesehen habt und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde. Tschüssi.